Jo, liebe Leute, weiter geht's heute in der Fußball-Bundesliga mit dem nächsten Spieltag, Spieltag Nummer 16, 15. Mit dem Duell gegen den FSV Mainz 05. Wir sind aktuell Dritter, 2 Punkte hinter der Spitze. Beziehungsweise, wir haben ein Spiel mehr. Das heißt, es ist der 16. Spieltag, klar, natürlich. Wenn wir 15 haben, sind aktuell 32 Punkte, haben wir. Ist okay. Wir haben in München verloren, wir haben gegen Union verloren. Und wir haben gegen verloren. Ach ja, in Frankfurt, genau. Ja, ich bin trotzdem eine gute Hinrunde. Wie gesagt, sind momentan Tabelle Dritter, werden wahrscheinlich jetzt auf 5 Punkte wegkommen. Nächster Gegner ist nach Wolfsburg zum Hinrundenabschluss. Okay. Also Mainz jetzt Wolfsburg und dann Mainz zu Hause und Wolfsburg auswärts. Na dann, auf geht's. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute die komplette Hinrunde abschließen können. So, kurz wechseln brauchen wir nicht. Lief ja am letzten Spiel total gut. Mit diesem 3:0 in Köln kann heute also wieder bestätigt werden. So, geht sofort los. Warte mal. Jetzt machen wir anders so. Falsche Taste gedrückt. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zeigen ja, da muss jeder Abwehr hellwach sein. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Gutes Fußballwetter sieht anders aus. Es regnet heute Abend, liebe Zuschauer. Aber wir möchten Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Mein Name ist Rolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Spannende Sache, Wolf, sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? So, während die Jungs sich jetzt abklatschen, geht es jetzt, wie gesagt, hier wieder weitere 3 Punkte. Wenn wir das Ding gewinnen, dann können wir wieder ein bisschen Druck auf Dortmund und die Münchner machen. Bei der Niederlage wären es wahrscheinlich sogar 8 Punkte mittlerweile zurückstand. Also dann wird es wahrscheinlich, was mit dem Titel des Kaiserslautern-Märchen, wird es wahrscheinlich eng werden. Aber das ist nicht unser Ziel. Tatsächlich, ja, schon klar, natürlich irgendwie, wir würden es nehmen, wenn es geht, aber wenn halt nicht passiert, dann ist es halt einfach so. Wir gucken einfach, was am Ende rauskommt. Mein Ziel ist es, mit den Bayreuthern alles zu gewinnen. Und das. Müssen wir mal gucken, wie wir hinten FIFA hinkriegen. Oder wie gesagt, das neue FIFA dann rauskommt, das FIFA 24. Aber wir haben Ende Januar, da ist noch nicht, wird noch nichts passieren. Wir haben noch Zeit. Wir kriegen wahrscheinlich sogar noch eine Saison rein. Also, passt so. Wie gesagt, wir sind jetzt Mitte der 3. Saison. Wir werden wahrscheinlich bald in die 4. Saison gehen. Na, guck mal. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Das Gute, wir haben einige gute Talente dabei. Das heißt, der Einzige, der irgendwann irgendwann mal seine Karriere beenden würde, ist Aubameyang. Er hier, der ist 35. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ah! Das war ein bisschen zu leichtfertig. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen ins Spiel beißen können. Es ist eng an der Spitze. Richtig Icardi. Eng. Spiel die mal. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe. Haben Sie sich Mauri Icardi geholt? Dass Sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Den hält er natürlich. Noppert hat auf jeden Fall das Ding. Der ist auch schon 29 oder so 30, ne? Jetzt die Ecke. Nur boah. Der wird es heute weiter bleiben. Da sind einige dabei, die mittlerweile über 30 sind. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Nee, das wird nichts. Abschuss. Ja, Mainz versucht es gerade ein bisschen aufzubauen. Staphylides. Jetzt Aubameyang.
Ja, kann sich durchsetzen, Oma. Stark, das war's mit Tower. Der Chance. Der. So, das Ecke kommt. Gut macht. Sie bekommen den Ball nicht raus. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Vielleicht fühlen sie sich nach diesem 3:0-Erfolg sogar etwas zu sicher. Meine Prognose lautet, heute gibt es nur einen Punkt. Schön. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Ja, neuer Spielstand damit 1:0. 16. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das muss es sein. Oh. Ah. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer. Ich, aber dann ich hab's versucht. Zentimeter. In Köln gab es doch die Latte. Jetzt trifft er knapp. Das hält's um. Schade. Erste. Kurzen Blick rüber aufs Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Bayern München hat also getroffen. Damit sind sie nun 1:0 vorne. Ja, das ist Lee Jae Sung. Wahrscheinlich so. Was können wir heute von Aubameyang erwarten? Wie siehst du es, Büschi? Er ist ja im Moment ein Tore-Garant in der Liga. Das ist überragend. Der trifft, wie er will. Und die Frage ist, kann den einer aufhalten? Im Moment wirken alle Abwehrspieler überfordert. Ja, heute hat er zumindest eine gute Situation gehabt, aber mein spielt auch gut mit. Sieht muss man auch. Aus. Ich stelle jetzt gerade so ein bisschen unter Probleme. Vor Probleme. Der geht knapp neben. Der war nicht drin. Nein, nein. Bisschen runterfahren, ist es nichts passiert. Fischer. Kein Abseits. Sie kommen über den Flügel. Aber da ist keiner oben mit dabei, ne? Jetzt ist es halt durch. Und es ist nur Rohr. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. In Köln ging er leer aus. Jetzt trifft er wieder. Ich glaube, Geboren war da auch getroffen. Tolle Technik bei diesem Halbvolley. Da ist die Aktion nochmal. Das ist schon klasse gemacht. Unsere Katze rausgelassen. Ja, da war nichts zu machen. 5 Meter und dann haut er das Ding mit so einer Kraft auf das Tor und keine Chance für den Keeper. 14. Saisontor für ihn. Im 16. Duell, 16. Spiel. Sie sind jetzt also in Führung. Also wir haben zwei, die auf jeden Fall schon mal zweistellig getroffen. Aubameyang, glaube ich, 11. Eckhoff, super. Störler. Jetzt Aubameyang. Und Laurin Ulrich! Tolle Parade! Ich krieg's nicht hin mit dem Lupfer. Ich würde gerne mal ein Lupfertor machen. Den Ball hat er. Ah, schade. Morgala. Gut gemacht. Ja, jetzt ist er ein bisschen fehlerfreier, muss ich sagen. Knappe Führung haben. Aber hat immer wieder seine Dinger. Ganz kurz, die kommen jetzt. 2-0. Hier, Emmerich, Oma, ja. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann dieses Tor, den Ball yes. Einfach rein. Schön hätte ins lange Eck gesetzt. Es nichts mehr zu halten. Oh, Mainz wechselt. Ja, vielleicht verletzungsbedingt. Kurz vor der Pause, der Wechsel. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Hauptsache, die haben Vitinha, der Paris spielt. Und die Cardi, ebenfalls ehemaliger Parisien. Jetzt Aubameyang. So, Sterner. Vor der, über die rechte Seite. Da ist er da und hat die Flanke. Pause. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. 0:2. Der Spielstand. Also 2-0. Mauro Icardi mit einer schwachen Leistung heute. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. So, Novo und Aubameyang, die Torschützen. Gut, wir haben ja auch Aubameyang, ne? Muss ich sagen. Bayern-Wolfsburg 1-1. Oh, wenn die Bayern platzen würden in Wolfsburg, das wäre total toll. Dann könnten wir wieder ein bisschen was daran schnuppern, aber... Der Anpfiff der Schiedsrichterin. Los geht's hier mit sich wird, ist es nicht tragisch.
Es wurde nicht die Meisterschaft an Ziel vorgegeben. Daher sind wir bauen eh noch momentan immer noch auf. Wir haben noch viel, viel, was Talent betrifft. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ah! Das war ein bisschen. Ich musste im Moment warten. Gut aufgepasst da. Auf der 16. Es gibt unserer rechten Seite. Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wolfsburg, bitte? Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Schade. Der Torschütze war Sadio Mané. Mit dem Kopf macht er das. Er bringt hier jede Menge Power hinter dem Ball. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Also Bayern erneut in Führung. 51 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Da gewinnt er den Zweikampf. Zagadou, auch was haben die Meister für Spieler geholt? Icardi, Vatinha, Zagadou. Und Noppert. Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Und unser nächstes Duell ist übrigens Zapp auswärts in Wolfsburg im nächsten Spiel. Also morgen dann um 14 Uhr, wie immer. In die Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich muss jetzt abbrechen hier. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Ja. Jetzt sehen Sie sich erstmal diesem Angriff hier gegenüber. Boah, Gala, gut gemacht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schön. Ha! Klasse Chance jetzt. Eckloff, 0-3. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste. Und damit sind sie hier schon mit dreien vorne. Ja, da sieht man wieder, was man der ist am Ball alles so drauf hat. Effektiv. Man hat die Chancen, man nutzt die Chancen. Die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Mainz hat riesen Probleme dahin. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Boah. Aber gut. Eckloff. Auch er jetzt mittlerweile auf zweistellig. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. No, boah. Er bringt den Ball auf den Lang. Und Aubameyang. Er muss doch sitzen. Kein Tor. Abseits, abseits, Wolf. Wir schauen rüber an die Linie. Die Entscheidung ist sofort gefallen. Aber klar, eine gute Chancenverwertung sieht anders aus. Aber auch schöne Flanke von Novoa, muss ich sagen. Der hat ja schön raum reingezogen im rechten Fuß. Aber wie gesagt, es war abseits. Ist aber dann halt auch jetzt gerade nicht tragisch. Da ist die Flanke. Ball abgefangen. Das ist natürlich kein Problem. In der Partie von Wolfsburg hat es ein Tor gegeben. Alle Infos nun aus dem Studio. Vandaldo, Alter! Der war VfL Wolfsburg. Oh, 2-2. Der Torschütze war Inaki Williams. Es war ein toller Abschluss. Stark gemacht. Da spielt er seine ganze Technik aus. Der neue Spielstand heißt damit 2-2. Ja, wir sind gewarnt auf jeden Fall. Da Costa. Vielen Dank für diese Infos. Das kann immer gelb gehen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut. Und Lopat. Gehalten, stark gemacht. Ja, Schiri sagt, sie gibt gelb. Der Schiedsrichterin hier, gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig, hat sie gut gesehen. Marvin Piri. Der Ball kommt rein. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Den ja, aber ganz sagen, ein bisschen aufpassen hier. Aber der Konter, Morgala. Über die rechte Seite, Novoa, wahrscheinlich kein Abseits, Novoa. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Das war Weltklasse gespielt, das war schnell, klasse. Und jetzt gibt es die Ecke für Bayreuth, Sterner. Jetzt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Da setzt er sich gut durch. Gefährliche Szene. Staffi Lides. Und da kann er klären. Hat der Elfmeter. Elfmeter. Jo. Wobei meiner Meinung nach ein bisschen nah war, aber gut, ich nehme es so, wie es ist. Es ist ein Halbelfmeter. Von daher. So, wir wechseln kurz immer durch. So, 1, 2, 3, 4.
5. So, 11 Meter, auf jeden Fall. So, es ist Aubameyang. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Pass, 4-0. Sie verwandeln den Strafstoß. So, 3-0 in Köln, 4-0 mal gegen Mainz. Passt auf jeden Fall. Jetzt nur kein Gegentor kassieren. Dann hätten wir das 2:0 in Folge. Das wollen wir dann auswärts in Wolfsburg ran müssen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Kleefisch. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ronaldo. Icardi. Mauro Icardi. Pass wird abgefangen. Keine Chance. Und dann passt da wieder einer auf. Und wieder ein Fehlpass. Und der nächste Fehlpass. Nun Aubameyang. Aubameyang, Carvalho, Pedro. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt kommt die Flanke rein. Ah, knapp vorbei. Ist aber nicht schlimm. Schlusspfiff. Nun steht es fest. War nicht der Kenneth, was den ersten Tor gemacht hat. Ist halt auch jetzt nicht tragisch. Das war wirklich eine klasse Leistung. 3 Punkte heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Yes. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war. Das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Er hat hier überragend gespielt und damit natürlich einen großen Anteil am Sieg. Er dürfte zufrieden sein. Hoffentlich. So, eine kurz vor der Pause, eine kurz vor Ende des Schluss. Zwischen Eckloff und Novoa mit den Toren noch. Damit passt das. Gut. Weiter geht's im nächsten Duell. Da geht's dann. Ach, schade. Die Bayern haben tatsächlich Wolfsburg geschlagen. Schade, ich hätte gehofft, dass sie vielleicht da irgendwie unentschieden noch spielen. Na gut. Schade. Wie auch immer. Aber. Also die Bayern sollen nicht unser großes Ziel sein. Wichtig ist, dass wir eine gute Saison spielen. Kurz mal reingucken, noch schnell in die Nachrichten. Nicht, dass da immer... Oh ja. Den Vertrag muss ich verlängern. Wenn möglich. Wenn möglich. Den Vertrag würde ich verlängern gerne. Wenn ich darf. Nicht, dass da irgendein Verein kommt und sagt, ich möchte den Aubameyang jetzt kaufen unbedingt. So. Gucken. Weil wenn die mir jetzt anfangen... Warte mal, wo war ich jetzt eigentlich drin? Teamzentrale. Hier war ich drin. Verlängerung delegieren. Scheiße, der bleibt noch. Der möchte noch nicht. Scheiße. Ja, das ist das Problem. Ich kann mal gucken, ob ich auf Angebote blocken gehen kann. Vielleicht will den kriegt sie keiner. Ich muss gucken, dass ich mindestens in der Winterpause nochmal. Das wäre die oberste Prio, den Vertrag zu verlängern. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's nach Wolfsburg. Bis dahin, tschüss.